Die Glockenschwester Eda und die Glockenschwester Jaksch.
Ja, die Airbus-Fotos machen und gar nicht gehabt, weil sie nicht stören will. Kali, du arschst jetzt keine Ruhe. Gut. Jetzt schauen wir mal, was das ist. Drei verschiedene Joghurt. Und jetzt kostet es mal entweder mit dem Lippen oder mit der Schale. Jeder. Einfach einmal. Ich ja. Sofort. Sie ja. Das sofort. Schaffst du das? Sicherlich. Ja. So. Vielleicht zieht man was aus. Einer da, aber ja. Dann geht da mal ein Jöpfi dann hin. Dann gehen wir wieder hin. Ja. Das kostet man mal. Ja, das kostet man. Und die sagt mir dann, wie viel Geschmack kriegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir kommen zur ersten Patientin. Ich bin der Frau heute noch dankbar. Sie war am Leben. Und das war, wir gingen hinter der Karte am Kopf, wirklich. Ich gehe hin, sage ich, mein Gott, da haben wir eine Karte habe ich am Kopf, sowas. Wo wird das her? Sag ich, ja, ich weiß nicht, ich glaube, sie sind mein Fahrrad zu Sturz gekommen. Mein Fahrrad hat sowas, um Gottes Willen, was nicht alles passieren kann. Gell? Wer sind Sie? Ja, ich bin Ihr Rettungssanitäter, nicht? Und tu Ihnen da ein wenig das Karte einwickeln. Eine Karte, so, wo wird das her? Ich glaube, dass sie mit dem Fahrrad zu Sturz gekommen sind und also, schauen Sie an, mit dem Fahrrad, das ist eine wilde Geschichte, he, gell? Grüß Gott, wer sind Sie? Young, cool and healthy. Und wir bitten alle 18-jährigen Schüler, Lehrer, bitte zum Blutspenden gehen. Danke. Ja, hallo. Das war jetzt eine kurze Ansage. Herr Kürzling, die Würze heißt, wie hoch ich schaffe es mit meinem Vortrag genauso. Aber ich hätte mal 20 Minuten geplant. Ich würde Sie bitten um 20 Minuten Aufmerksamkeit. Ich weiß, es ist schwierig. Sie haben Gesundheit jetzt erleben dürfen, Gott sei Dank erleben dürfen, weil aus den Fakten hat man nicht immer viel, sondern man muss es einfach tun, dann macht es Spaß und dann ist die Chance am größten, dass man auch gesund lebt. Allerdings gibt es da einige Dinge, auch in der Theorie, die man wissen sollte. Sozusagen habe ich den Bad Part in dieser Veranstaltung erhalten. Ich sollte Ihnen jetzt näher bringen, warum es sich lohnt, gesund zu leben, beziehungsweise ein bisschen auch mit Zahlenmaterial aufwarten, wie es denn ausschaut zum Gesundheitsverhalten der Jugendlichen, damit Sie mal sehen, wie Ihre Altersgenossen und Sie selbst vielleicht so gesundheitsbewusst oder nicht gesundheitsbewusst leben. Sie haben zwei Bilder hier, ich weiß nicht, ob Sie alle sehen. Auf der rechten Seite ganz außen die Raucherlunge von einem 35-jährigen Mann. Und auf der anderen Seite die helle, ist die Nichtraucherlunge. Ja? Also es ist nicht so, nur weil wir nicht sehen, was mit unserem Körper passiert, dass nichts passiert in unserem Körper. Ja? Interessant wird es, wenn man diese Dinge dann entfernen muss, wenn man dann mit einer künstlichen Beatmung leben muss, dann haben sie nicht sehr viel für ihre Gesundheit getan. Und ist es aber auch schon zu spät. Rauchen ist europaweit eine der zweitgrößten Ursachen für frühzeitige Sterben. Das heißt, im Durchschnitt sterben Raucher 10 bis 15 Jahre früher als Nichtraucher. Die Ansprache mit der Melle machen wir zwei ganz kurze Gesundheitsanwendungen. Das heißt, wir gehen Schneelauf. Ja? Bitte auch nicht mit Schneeschuhen, wir machen das barfuß, weil sie sind ja alle jung und abgehärtet, denken wir jetzt einmal. Es geht ganz einfach, bitte kurz zuhören. Die Hälfte der Gruppe geht mit mir dann raus. Wir gehen in den Neubau und hinten beim Neubau stehen Decken, da ziehen wir einfach alle unsere Schuhe aus. Wichtig ist bitte, dass die Schüler und Schülerinnen, die Probleme haben im Blasen, Nierenbereich, Beckenbereich nicht mitmachen, beziehungsweise Mädchen, die ihre Periode haben, auch nicht. Alle anderen sind heute einmal mutig und schaut sich das an. Ich war vor 4 Jahren an dieser Schule. Wir haben es gemacht und es hat allen wirklich riesen Spaß gemacht. Überlegen Sie mal, Sie dürfen was, was Sie sonst nicht dürfen, warum Sie den Schnee raus. Ja? Die zweite Anwendung, die wir machen, ist da hinten. Wir machen ein kaltes A-Bad. Alle, die Probleme haben mit Konzentrationsschwierigkeiten und dem Lärmpegel zu entnehmen,
nehmen, sind das schon unheimlich viele, die sollten das da hinten einfach ausprobieren, die Hände in das kühle Bett tauchen, die Hände ein bisschen drinnen lassen. Die Füße wieder warm sind. Hast du Hallo.